Eine weitere Woche ist geschafft, das Wochenende steht kurz bevor und damit herzlich willkommen zum Regionalmagazin am Freitag, den 20. Oktober. Neben aktuellen Beiträgen haben wir heute auch wunderschöne Herbstimpressionen im Programm, aber wie gewohnt am Anfang die Themenübersicht. Workshop. Zahlreiche Besucher bei der Veranstaltung Ein Rathaus für alle? Integration. Jugendliche bemalten gemeinsam mit der AWO Schlauchboote. Und Impressionen. Wir zeigen Ihnen die sonnig-herbstliche Seite von Schönebeck. Wer in den vergangenen Tagen früh unterwegs war, musste ordentlich aufpassen. Dicke Nebelschwaden sorgten teilweise noch bis in die Mittagsstunden für Sichtweisen unter 100 Meter. Dass in diesen Stunden aber auch schöne Bilder entstehen, zeigt unser nächster Beitrag: Herbst in der Stadt von Erwin Garant. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Projekt des AWO-Kreisverband Salzland e.V. Integrationsboote. Anfang September bemalten Kinder und Jugendliche Schlauchboote und diese wurden natürlich auch gleich auf dem Wasser getestet. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Mit diesem Motto lässt sich das Vorhaben der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Salzland e.V. beschreiben. In einer bundesweiten Ausschreibung des Bundesministeriums für Landwirtschaft erhielt die Einrichtung die Zusage für das Projekt Integrationsboote, welches sich mit der Integration von Flüchtlingen im ländlichen Raum beschäftigt. Kinder und Jugendliche sowohl aus Deutschland als auch aus dem Ausland hatten die Möglichkeit, Schlauchboote individuell und nach eigenen Vorstellungen zu gestalten. Gemeinsam mit den Betreuern sollte neben der Arbeit an den Booten auch ein Kennenlernen der Kinder und Jugendlichen untereinander stattfinden. Schon am ersten Tag waren alle Kinder mit großer Freude und Begeisterung dabei. Ja, das hat mir gut gefallen. So, das hat mir Spaß gemacht, neue Leute zu kennenlernen. Das ist ein gutes Location hier. Das hat mir sehr Spaß gemacht und ich möchte wieder hierher kommen und neue Leute zu kennenlernen. Ja, ich denke, alle kommen zu hier und froh sein und so. Weil hier macht es Spaß für Kinder, für Erwachsene. Alle sind hier, welcher Land ist egal, aber alle sind zusammen. Ja, ich habe durch das Projekt andere Kinder kennengelernt, von der Barbie, Schönebeck. Am zweiten Projekttag sollten die gestalteten Boote dann zu Wasser gelassen werden. Dazu traf man sich im Seepark in Barbie, um gemeinsam mit interessierten Besuchern und einem bunten Programm dieses Projekt zu einem gelungenen Ende zu bringen.
Rund 250 Besucher sind der Einladung gefolgt. Bei bestem Wetter konnten die Boote zu Wasser gelassen und die ersten Rallyes veranstaltet werden. Auch abseits des Wassers hatte der AWO-Kreisverband für Spaß und Unterhaltung gesorgt. Für die Verantwortlichen ein rundum gelungener Tag. Also für uns ist es eine absolut gelungene Veranstaltung. Nicht nur das Wetter hat mitgespielt, sondern die Stimmung war auch einwandfrei. Ich glaube, es hat allen viel, viel Spaß gemacht, die heute hier waren. Und das ist für uns schon ein super Erlebnis, dass so viele Menschen Freude gefunden haben, mit uns gemeinsam hier im Seepark dabei zu sein, wenn wir unsere Boote zu Wasser lassen. Ich würde an der Stelle ganz gerne noch denen danken wollen, die uns unterstützt haben. Natürlich als erstes diejenigen, die das Geld gegeben haben. Das ist das Bundesministerium für Landwirtschaft. Und dann die Stadt Barby, die uns hier ganz hervorragend unterstützt hat, sowohl mit der Nutzung des Seeparks als auch mit anderen Dingen, die wir benötigt haben, die uns unkompliziert zur Verfügung gestellt wurden. Dann möchte ich mich bei der Freiwilligen Feuerwehr aus Barby bedanken, die uns heute mit dem Boot begleitet haben. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die geschult hat unsere Kinder und Jugendlichen, wie man sich auf dem Wasser verhält und wie man sich bei Notfällen verhält. Und natürlich bei all meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dabei waren und hier einen ganz, ganz tollen Job auch in den letzten zwei Wochen geleistet haben, um das ganze Fest heute hier auf gute Beine zu stellen. Ja, und ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Also auch an alle, die ich vielleicht vergessen habe, mein ganz herzliches Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr weitermachen können. Interessierte Verbände, Vereine oder Institutionen können sich die gestalteten Achtermannschaftsboote nach vorheriger Anmeldung im Teenclub Barby auch gerne ausleihen. Wenn also auch Sie Interesse haben, der Jugendclub in Barby hilft gerne weiter. Die barrierefreie Gestaltung des Rathausneuanbaus war Thema beim Workshop Rathaus für alle. Auch wir waren mit der Kamera vor Ort. Ein Rathaus für alle. Unter diesem Motto lud der Inklusionsbeirat der Stadt Schönebeck e.V. am vergangenen Dienstag in das Haus Luise in die Moskauer Straße 23 ein. Innerhalb dieser als Workshop geplanten Veranstaltung war es das Ziel, Eckpunkte für eine barrierefreie Gestaltung eines geplanten Rathausanbaus zu diskutieren. Es ging also darum, für einen Neubau, der auf dem Markt 2 durch die Stadtverwaltung geplant wird, um die Verwaltung dort zu zentralisieren, Prämissen aufzustellen, dass eine barrierefreie Nutzung dieses neuen Verwaltungsgebäudes für alle Menschen möglich ist, was auch beinhaltet, dass dadurch das alte Rathaus, das denkmalgeschützt dort am Marktplatz steht, eben auch so erschlossen werden kann, dass jeder Bürger in der Stadt Schönebeck dieses Rathaus besuchen kann. Ein Handicap sollte kein Hindernis sein, um beispielsweise Behördengänge erledigen zu können, findet auch Frank Schiebeck vom Allgemeinen Behindertenverband in Sachsen-Anhalt.
Wir arbeiten auf der Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention, die also unter anderem fordert, dass alle öffentlichen Einrichtungen, Gebäude und Kommunikationssysteme für alle Menschen auch ohne Hilfe von außen nutzbar sein müssen. Ich denke mal, das ist ein grundlegendes Menschenrecht, dass also jeder, egal ob er eine Behinderung hat oder nicht, ob er ein Bürger mit Migrationshintergrund ist oder nicht, das Recht haben muss, gleichberechtigt am Leben teilzuhaben. Dazu zählt eben unter anderem auch die Nutzung von Verwaltungsgebäuden, um Amtswege zu erledigen oder Fragen zu klären. Zahlreiche interessierte Besucher kamen der Einladung entgegen und trugen zu einer anregenden Diskussion bei. Ich war eigentlich sehr stolz und sehr froh, dass gestern tatsächlich Vertreterinnen und Vertreter aller Sparten den Weg hier zu uns ins Haus Luise gefunden haben und die Möglichkeit genutzt haben, ihre Anforderungen, ihre Wünsche darzubringen, sodass wir am Ende auch ein breites Bild gefunden haben von allen Behinderungsarten, die es in unserer Stadt gibt und die dann am Ende sich auch wiederfinden, wenn es um die Planung und die Gestaltung dieses Rathauses geht. Also jeder konnte mitreden und das ist von vielen Personengruppen auch sehr gut genutzt worden. Auch Vertreter der Stadt Schöneberg waren zu Gast, um sich ein Bild vom Workshop zu machen. Der Dezernent unserer Stadt Schöneberg, Herr Schmidt, war ja gestern bei der Veranstaltung anwesend und hat sich am Ende sehr positiv über das Ergebnis geäußert. Da barrierefreies Bauen inzwischen auch eine gesetzlich vorgeschriebene Pflicht in Sachsen-Anhalt ist, gehe ich davon aus, dass wir die Forderungen, die wir aufgestellt haben, dann am Ende auch umgesetzt sehen werden. Das ist natürlich alles eine Frage der Finanzierung und des Geldes, wann das Bauvorhaben überhaupt realisiert werden kann. Aber ich denke, der gute Wille ist auf beiden Seiten vorhanden, sodass der Workshop gestern ein erster Baustein gewesen sein wird auf einem langen Weg, bis wir dieses neue Rathaus haben. Mit dem Workshop Ein Rathaus für alle trägt der Integrationsbeirat der Stadt Schöneberg e.V. einen erheblichen Teil zur barrierefreien Gestaltung bei. Auch die Menge an Zuschauern zeigt, dass das Thema einen großen Standpunkt bei den Bürgerinnen und Bürgern hat. Es wird wieder viel gebaut in Schöneberg. Aktuelle Baustellen und Straßensperrungen gibt es jetzt in den Kurznachrichten. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Am Mittwoch, dem 1. November 2017, wird die Fraktion FDP Rettet die Altstadt im Stadtrat Schönebeck die nächste öffentliche Bürgerfragestunde in den Räumlichkeiten des Unterhaltungsverbandes Elbaue im Grundweg 83 ab 17 Uhr durchführen. Einwohner unserer Stadt können sich hierbei gerne mit Hinweisen und Fragen an unsere Fraktion wenden. Eine Anmeldung zur Sprechzeit ist nicht nötig. Wie das Sachgebiet Straßenverkehr mitteilt, kommt es noch bis zum 24. November zu einer Sperrung des Verkehrs in der Böttcherstraße in Schönebeck. Verkehrssicherungsmaßnahmen werden von der Hausnummer 9 bis 18 vorgenommen. Grund hierfür sind Arbeiten an Trinkwasser- und Gasleitungen. Es wird um Beachtung und Verständnis gebeten. Die nächste Bürgerversammlung für den Stadtteil Frohse findet am Dienstag, den 24. Oktober um 18 Uhr im Haus der Vereine in der Wallstraße 18 statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner und Anwohnerinnen über aktuelle Themen informiert. Fragen und Hinweise sind bitte zu richten an die Stadtverwaltung Schönebeck oder an v.jäger@schönebeck-elbe.de. Aus organisatorischen Gründen bleibt das Gewerbeamt der Stadt Schönebeck in der Grabenstraße 9 an den folgenden Tagen geschlossen. 25. bis 29. September sowie 23. bis 27. Oktober. Gewerbe an, um und Abmeldungen können in diesen Zeiträumen auch wie gewohnt über das Bürgerbüro der Stadt erfolgen. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Veranstaltungstipps, weitere Herbstimpressionen und natürlich die Gewinner der Medium der Woche Aktion. All das nach der Werbung. Bleiben Sie dran. Wer
Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Die gemütliche Jahreszeit beginnt und auch bei uns gibt es weiterhin Leckeres zum Schlemmen. Ob frische Weißwurst, Schweizer Wickelbraten oder hausgemachte Salate und jetzt wieder da Heringssalat. Entdecken auch Sie unsere umfangreiche Theke. Genießen Sie auch unsere küchenfertigen Produkte wie Frikassee, Gulaschsuppe, Soljanka und jetzt wieder da Grünkohl. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei bringt man, weil es nicht Wurst ist, wo man Wurst isst. Müssen Sie von Ihrer Arbeitskraft leben? Dann brauchen Sie für den Fall der Berufsunfähigkeit eine finanzielle Absicherung. Die Hukoborg-Versicherung bietet Ihnen die für Sie passende Lösung. Vereinbaren Sie einen Termin mit mir, ich berate Sie gern. Keiner macht mich mehr an als mein Almigurt. Weil er die leckerste Nachricht des Tages ist. Besonders fruchtig und aus bester Allgäuer Milch. Almigurt von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Nach 30 Jahren die ultimative Revanche zwischen Brösel und Holgi. Porsche gegen Red Porsche Killer. Werner, das Rennen 2018. Brösel gegen Holgi, natürlich in Hartenholm. Doch wie die Wurst nahm. Karten gibt's auf werner2018.de. Das wird eine geile Party, Leute. Music Monster FM. Unbegrenzt Musik wünschen. Über Music Monster FM automatisch in Webradios mitschneiden, downloaden und als MP3 behalten. Auf PC, Tablet und Smartphone. Millionen Titel im Music Monster Suchindex. www.musicmonster.fm. Jetzt online anmelden. Keiner macht mich mehr an als mein Obstgarten. Weil er zum Abheben locker und leicht ist. Besonders lecker mit sonnengereiftem Obst. Obstgarten von Ehrmann. Keiner macht mich mehr an. Auch wenn es noch nicht so aussieht, aber bald ist Weihnachtszeit. Und die aktuellen Neuheiten von Formano, Villeroy und Boch, Hutschenreuter und Göbel sind eingetroffen. Schöne Figuren zum Verschenken. Auch Sammlerstücke wie die Jahreslocken von Hutschenreuter sowie die Jahresengel von Göbel lassen jedes Herz höher schlagen. Eine große Auswahl weihnachtlicher Kerzen, Servietten und Tassen für eine festliche Tafel runden unsere Angebotspalette ab. Unser Service für Sie, kostenlose und liebevolle Verpackung Ihrer Geschenke. Besuchen Sie uns und lassen Sie sich von unserer weihnachtlichen Dekoration und den vielen Weihnachtsartikeln verzaubern. Kills, Ambiente für Tisch und Küche. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen? Persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC. Bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Vor
Frische und Qualität erhalten Sie bei der Fleischerei Reiske in der Schillerstraße 17. Wir setzen höchste Ansprüche an unsere Herstellung und den Verkauf. Unsere Angebote in dieser Woche: Schweineleber 100 Gramm zu 30 Cent, Gyrospfanne 100 Gramm zu 90 Cent, Schweinefilet 100 Gramm zu 99 Cent, feine Teewurst 100 Gramm zu 90 Cent und in dieser Woche Eisbein 100 Gramm 35 Cent. Seit 20 Jahren sind wir mit Qualität, Frische und Zuverlässigkeit für Sie vor Ort. Ihre Fleischerei Reiske in Schönebeck. Andere machen sauber, wir reinigen gründlich. Ihre Gebäudereinigung Nico Peters. Telefon 0152 232 0353. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch im Lokal-TV-Portal über Satellit empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie eine Kanalsuche durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11,52325 GHz. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren lokalen Sender auswählen und mit der OK-Taste das Programm starten. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück zum Regionalmagazin am Freitag, den 20. Oktober. Wie versprochen geht es auch jetzt gleich weiter mit dem Medium der Woche. Die Bravo Hits 99 stand zur Verlosung und ich gratuliere den unten eingeblendeten Gewinnern. Für alle die, die in dieser Woche kein Glück hatten, die nächste Chance steht ab Montag bereit und dann wartet Folgendes auf Sie. Das Medium der Woche wird Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck. Die Contour Top of the Clubs ist Deutschlands führende Dance-Compilation-Serie und geht nunmehr in die 76. Runde. Mit dabei sind die 69 besten und angesagtesten Clubhits, die bis dato zum Teil noch unveröffentlicht oder erstmalig und exklusiv auf einer Compilation zu hören sind. Abgemischt in 3 exklusiven DJ-Mixen und einer 4. Bonus-CD finden sich unzählige Dance-Hits. Upfront Club-Sounds, den es so auf keiner anderen Compilation zu hören gibt. Das Medium der Woche wurde Ihnen präsentiert vom E-Center Schönebeck, denn hier gibt es jedes Medium der Woche käuflich zu erwerben. Die Contour Top of the Club 76 dann ab Montag hier zu gewinnen. Wir machen jetzt weiter mit Veranstaltungstipps. Unter anderem lädt das Ringheiligtum in Pömmelte zu einem Herbstausklang ein. Musik.
Der Autoclub Europa lädt am 23. Oktober zum zweiten Clubabend 2017 in die kleine Kneipe in Schönebeck ein. Beginn ist 18 Uhr. Thema des Abends: die richtigen Reifen, Winter- oder Ganzjahresreifen. Weitere Infos erteilt der ACE-Vorstand Sachsen-Anhalt-West Gerhard Wolter unter 03928 84 29 55. Zum nächsten abendlichen Schausien lädt der Solepark Schönebeck-Bad Salzelm am Freitag, den 27. Oktober 2017 um 19 Uhr in das Schausiedehaus ein. Treffpunkt ist der Eingang der Reha-Klinik Bad Salzelmen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine persönliche oder telefonische Voranmeldung unter 03928 70 55 55 gebeten. Am 27. Oktober können sich alle Gäste bei der nächsten langen Saunanacht auf ein bajuwarisches Vergnügen freuen. Mit Aufgüssen, die die Gedanken sprichwörtlich in die Alpenwelt wandern lassen, passenden Beigaben und zünftigen Melodien wird das bereits zweite Event dieser Saunasaison begangen. Los geht es wie immer ab 19 Uhr. Bis 23.30 Uhr können die Gäste im Saunabereich des Solequells entspannen und gedanklich einen kurzen Urlaub in den Bergen einlegen. Der Eintritt erfolgt zu den normalen Tarifkonditionen. Das Salzlandmuseum lässt mit einem kulturellen Abschlussfest am 29. Oktober ab 13 Uhr die erste volle Saison im Ringheiligtum Pörmitte ausklingen. Gäste können auf einem kleinen Markt kreatives und kulinarisches erleben und genießen. Außerdem kann man beim Bogenschießen oder Filzen mitmachen. Ab 14 Uhr findet in diesem Jahr die letzte öffentliche Führung der Saison statt. Außerdem kann man ab 15.30 Uhr Klangkünstler bei traditioneller japanischer Trommelmusik zuhören. Der Solepark Schönebeck-Bad Salzelmen lädt am Freitag, den 3. November, alle Interessierten zum nächsten Rundgang Gradierwerk am Abend ein. Die Besichtigung beginnt um 19 Uhr am Kunsthof Bad Salzelmen. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine Voranmeldung im Kunsthof oder telefonisch unter 03928 70 55 55 gebeten. Das soziokulturelle Zentrum Treff lädt am Sonnabend, den 11. November um 17 Uhr zu einer Ausstellung ein. Unter dem Namen Leidenschaft der Farben sind alle Interessierten recht herzlich in die Wilhelm-Helge-Straße 3 eingeladen. Wer die wechselhaften Tage dann doch lieber woanders verbringen möchte, für den ist vielleicht eine Kreuzfahrt mit der AIDA Mar eine bessere Alternative. Gemeinsam mit dem Unternehmen Schur Busreisen wurde der Frühbucherrabatt jetzt bis zum 30. November verlängert. Leinen los mit AIDA zu unvergesslichen Urlaubserlebnissen. Genießen Sie mit uns eine traumhafte Kreuzfahrt mit Wellness vom Feinsten, kulinarischen Höhepunkten, fantastischem Entertainment und vollkommener Erholung. Ob perfekte Entspannung oder aktive Erholung, Familienferien oder Entdeckerurlaub, Ihr Zuhause auf See eröffnet Ihnen grenzenlose Vielfalt. Sie werden AIDA lieben. Willkommen bei AIDA. Wir freuen uns darauf, Sie an Bord unserer wunderschönen Schiffe mit erstklassigem Service zu verwöhnen. Wir kümmern uns um alles, damit Sie Ihren Urlaub genießen können. Fantasie ist unser Lieblingsrezept. Genießen Sie in unseren Buffet-Restaurants Köstlichkeiten aus den besten Küchen der Welt. Vom Frühstück bis zum späten Abend tafeln Sie nach Ihren Vorlieben. Ohne Tischordnung und feste Zeiten.
Unsere Spitzenköche holen für Sie den Himmel auf das Meer. Anspruchsvolle Genießer können sich in unseren Gourmet-Tempeln verwöhnen lassen. Das ist Hochgenuss auf Sterneniveau. Unsere Praktikanten haben sich einmal mit der Kamera ausgestattet und sind losgezogen, um ihre Herbstimpressionen einzufangen. Das Ergebnis gibt es jetzt. Ein gelungener Beitrag, wie ich finde. Vielen Dank dafür an Vivi und Erik. Und mit diesen Impressionen geht es jetzt auch gleich weiter in die Wettervorschau für Samstag bis Montag. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Wochenende steht uns bevor und damit begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau für die Tage Samstag bis Montag. Insgesamt wird es ein eher regnerisches Wochenende. Am Samstag werden Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad erwartet. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei knapp 90%, sodass immer wieder mit dem einen oder anderen Schauer gerechnet werden muss. Der Sonntag schließt sich dem Samstag nahtlos an. Auch hier werden nur maximal 14 Grad erwartet. Trotz leicht bewölktem Himmel lässt sich die Sonne bis zu 5 Stunden blicken. Der Montag bleibt auch recht kühl mit Temperaturen um die 13 Grad. Es kann auch am Montag zu vereinzelten Schauern kommen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Und damit endet das Regionalmagazin für Freitag, den 20. Oktober. Ich hoffe, wir hatten interessante Themen für Sie im Programm und hoffe auch, dass Sie am Montag wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut, Ihre Tina Bonas.